Krypto-News gibt es viele, deswegen auf diesem Kanal hier nur die wichtigsten. In diesem Sinne sage ich herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über die 10 wichtigsten News der letzten Woche. Damit sind mitunter der Solana ETF gemeint, wir werden über Tether sprechen, wir werden über MicroStrategy sprechen, über Coinbase Layer 2, DYDX, also über dezentrale Derivat-Hebel-Trades und vieles mehr. Auch über natürlich über Immutable X und die SEC. In diesem Sinne würde ich sagen, lass uns gleich mal loslegen und zwar mit Canary Capital, die jetzt einen Solana Spot ETF gefeilt haben. Und dazu wollte ich nur eines sagen. Wir hatten einen Bitcoin ETF, der kein wirklicher von 0 auf 100 Launch war. Wir hatten den Ethereum ETF, der ein von 0 auf 100 Launch war, der komplett ins Höschen ging. Das Problem bei Ethereum ist halt, Ethereum willst du staken, zumindest liquid staken, damit du passiv mitverdienst. Deswegen denke ich, dass Ethereum deswegen nicht so ein Erfolg war. Das Problem ist bei Solana, auch Solana möchtest du eigentlich staken. Das heißt, ich denke, dass der ETF bei Solana nicht so ein Erfolg sein sollte, aber grundsätzlich der ETF etwas mehr, weil du halt wirklich bei Solana nicht so hart gezwungen bist, wie bei ETH zu staken. ETH hat einfach auch Mini-Renditen, ist halt ein nicht so gutes Netzwerk, muss man ganz einfach sagen. Deswegen denke ich hier einfach, dass Solana besser performen sollte als Ethereum. Aber ja, geile Neuigkeiten für alle Solana-Holder. Hier kein Wunder, dass das Ding auch einfach Ethereum outperformt. Wir können hier noch im Vergleich zum Beispiel ETH-USD machen oder Sol ETH und da sehen wir halt einfach, dass Solana Ethereum Hardcore outperformt. Ist einfach die bessere Chain für diesen Bullmarkt, muss man einfach so sagen. Aber Ethereum ist immer noch wichtig und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und zwar machen wir einfach mal mit diesen News hier weiter. Die SEC hat jetzt nämlich Immutable X geklagt und das Problem an Immutable ist, wir sind darin investiert und die haben einen eigenen Coin. Denn Immutable X kümmert sich um das Gaming im Web 3. Bedeutet, sie haben ein Ökosystem, in dem sie Spiele zur Verfügung stellen, das in etwa so aussieht, und einen Token, mit dem halt die Gebühren für alles bezahlt werden. Mitunter kriegst du Staking, Fees, Governance und so weiter. Also es ist ein Allround-Token, der eigentlich recht wichtig ist. Das Problem ist, wenn die SEC, also die Securities and Exchange Commission, so ein Unternehmen klagt, dann fällt natürlich immer extrem der Preis und das haben wir auch einfach hier gesehen. Ich denke persönlich, dass es schon eine ganz gute Möglichkeit sein könnte, hier einzusteigen, aber meistens kommt bei so einer Whales Notice dann auch wirklich die Klage. Also die Notice ist noch nicht die Klage, aber die kommt zu 99%. Aber auch Coinbase hat eine Klage und das Ding lebt immer noch. Also ich bin hier nicht zu bärisch und überlege mir hier ein kleines Positionchen zu eröffnen. Zu groß wird es aber auch nicht sein, weil einfach die Entwicklung von EMX auch nicht die beste war. Aber so vom Risiko-Chancen-Verhältnis, meiner Meinung nach, lohnt sich das hier langsam. Das nächste, was ich ansprechen wollte, war Zeta Chain. Zeta Chain ist eine Layer 1 Blockchain, die ganz geile Partnerschaften hat, die allerdings jetzt eine Outage hatte. Also wie Solana damals war diese Blockchain down, aber nicht nur am Mainnet, sondern auch im Testnet. Also hier wirklich ein grober Fehler im Blockchain-Code, kann man sagen. Und auch hier hat die Blockchain natürlich den Hardcore im Preis verloren. Aber tatsächlich nicht ansatzweise so sehr wie Immutable X, was ich ganz interessant fand. Also hier das Ding scheint so ein bisschen in Grund und Boden zu sein, weil hier nach Donnerstag hat sich nicht mehr so viel getan. Aber naja, hier auf jeden Fall auch noch ganz interessant, finde ich. Sonst, ich glaube noch nicht gesagt, Franklin Templeton bringt einen Money Market Fund auf die Base Blockchain. Also Coinbase hat eine Layer 2 auf der Ethereum Blockchain und hier sehen wir auch noch die Gewichtung von Ethereum. Und Base ist eine Layer 2 ohne eigenen Coin. Bedeutet, es gehen keine Gebühren für diesen eigenen Coin drauf und sie ist super günstig, muss man einfach so sagen. Also hier hat Coinbase echt was Tolles geschaffen, vor allem für Meme-Coin-Handel und hier dementsprechend, ja, wundert es mich nicht, dass dieser Money Market Fund auf Base gelandet ist. Was mich aber schon überrascht hat, ist, wenn man das Ganze hier zu Ende liest, ist, dieses Produkt landet auch auf Avalanche, Arbitrum, Stellar, Polygon und Aptos. Aptos, Avalanche und Polygon wundern mich nicht. Arbitrum ist einfach kacke und Stellar meiner Ansicht nach auch. Arbitrum übrigens, wenn wir auf chainbroker.io gehen, chainbroker.io, sehen wir, dass Arbitrum ein extrem hartes, inflationäres Unlisting, Unlocking hat. Bedeutet, hier kommt einfach Hardcore-Inflation rein, schlechtes Schedule und ihr seht auch diese Cliff-Unlocks. Also hier, Leute, der nächste Cliff-Unlock kommt zwar erst, aber er wird wieder fett sein und hier kommt dann ordentlicher Verkaufsdruck aus der Series A-Round rein. Also dicke Verkaufsdruck dementsprechend. Ja, ist dieser Preis einfach so schwach, obwohl die Applikationen und das TVL auf Arbitrum einfach nicht so schlecht sind. Aber ja, sprechen wir weiter. Und zwar Tether, USDT, die haben jetzt auch News rausgebracht. Denn da wurde denen unterstellt, dass sie jetzt untersucht werden, dass sie nicht wieder alles halten, nicht 100% gedeckt sind. Immer Blödsinn im Endeffekt. Und USDT hat hier auch wieder jedes Mal, wenn da irgendwas rauskommt, kommt im Endeffekt tatsächlich nichts raus, was ich ganz interessant finde. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass die USDT-Dominance eine ganz interessante Korrelation zu Bitcoin-USDT hat. Und zwar, jedes Mal, wenn die USDT-Dominance, also vom OG-Stablecoin, wenn der extrem ansteigt im Vergleich zu anderen Stablecoins, ist es ein Local Bottom im Bitcoin-Preis. Und das zeige ich euch jetzt hier noch. Bumm, hier Local Bottom, bumm, Local Bottom, bumm, Local Bottom, bumm. Hier
sehen wir noch kein Local Bottom. Bedeutet potenziell noch Luft nach oben. Aber hier eben diese Anstiege, diese Peaks in diesen Bodenbereichen sind ein ganz wichtiges Zeichen für meine Long-Einstiege, auch wenn sie nur Spots sind. Sie geben mir eine extrem hohe Sicherheit. Sonst Election Betting. Und zwar Donald Trump war ja bei Joe Rogan. Dort hat er schon dieses Election Betting ein bisschen angesprochen und gemeint, dass es eine Gefahr ist. Die Leute sollen darauf nicht achten, am besten es auch nicht machen, weil es die Meinungen verwirren will. Das ist eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, wenn es zum Beispiel heißt, ja, Trump gewinnt zu 70%, dann wird ein halbkranker Kamala Harris-Wähler am Tag der Wahlen gar nicht mehr wählen gehen. Deswegen hier große Gefahr. Er hat es hier aber auch etwas entkräftet gleich mal und viele Leute sprechen gerade darüber, dass eben auf die Kalshi und Polymarket Reviews und die Wetten, dass sie dort einfach zum einen nicht legit sind, super illiquide und dass es dort auch teilweise einfach zu Wash Trading kommt. Bedeutet, dass einfach auf Polymarket, die auf Krypto basiert, Fake-Handelsvolumina zu komischen Wetten halt geschaffen werden. Und ich probiere hier noch ein Beispiel rauszusuchen, aber Polymarket war schon davor down. Bedeutet im Prinzip nur, dass ja Polymarket hier halt gewasht wird. Nicht alles, was Handelsinteresse hat, hat es echtes. Also hier einfach große Vorsicht bei den Wetten, aber Polymarket scheint hier leider immer noch down zu sein. Aber ja, ihr könnt sich auf so Dinge wie die US-Wahlen wetten und vieles mehr halt. Aber ja, hier einfach auf jeden Fall kleines Gefahr, kleine Red Flag hier noch von meiner Seite. Sonst Michael Saylor, der Bitcoin-Gott, kauft weiter Bitcoin mit seinem Unternehmen. Ein schönes Ding für uns alle, beziehungsweise ein Muss, weil wenn MicroStrategy nicht mehr kauft, ist das auf jeden Fall eine Red Flag. Aber das Geile ist, das Ding hat auch eine Aktie, die natürlich am Nasdaq gelistet ist. Und die performt hardcore. Also die performt auch noch viel besser als die ganzen Miner. Weil man sagt eigentlich, bei Rohstoffen pumpen die Rohstoffminer nochmal viel härter. Also bei Gold wären es die Goldminer, bei Silber die Silberminer und so weiter. Und wenn Gold pumpt, pumpen die Miner dann immer mehr. Wenn Bitcoin pumpt, pumpen die Bitcoin-Miner immer mehr. Das Problem ist, es gibt viele scheiß Bitcoin-Miner, sorry die Ausdrucksweise, wie zum Beispiel Riot, aber es gibt aber auch viele geile Bitcoin-Miner oder generell Unternehmen, die sich mit Bitcoin befassen, wie MicroStrategy. Und die pumpen einfach auch härter als Bitcoin, aber schauen wir es uns einfach hier noch als Beweis an. Seit letztem Jahr, 2024 Januar, oder machen wir einfach Oktober 2023, also wirklich ein Jahr. Ihr seht hier die Performance, meine Lieben, 700%. Also ja, das ist halt das, worauf ich hinaus will. Merkt euch das bei allen Rohstoffen. Man kann die Rohstoffe handeln, auch wenn man die Rohstoffe nicht handelt, indem man die Hersteller handelt. Also hier, geile Sache. Sonst, jetzt haben wir auch schon, genau, das haben wir auch schon durch. Jetzt hier noch, und zwar FTX, FTT, also FTX, das Unternehmen, das damals in Konkurs gegangen ist, enge Verbindungen zu den Democrats und so weiter, da hat jetzt Biden diesen einen Exec aus Nigeria aus dem Gefängnis befreit. Ja, schön für ihn. Ja, FTT ist der Token übrigens zu FTX, da haben wir auch ein bisschen Geld damals verloren, kann ich mich erinnern, aber wir haben es auch tatsächlich gehandelt. Das Ding ist, jedes Mal, wenn es Neuigkeiten zu dem Ding gibt, gibt es einen genannten Dead Cat Bounce. Das Ding bei so Dead Cat Bounces ist, dass sie teilweise bis zu 500% hoch sein können. Das heißt, hier kann man einfach blind teilweise kaufen, weil sowas kommt früher oder später immer. Ist die Frage, ob es 500, 200 oder 100% nächstes Mal sein wird. Also hier auf jeden Fall ganz interessant, den FTT Token weiter im Schirm zu behalten, aber all in all, das Ding ist im Arsch. FTT, schön, dass du nicht im Gefängnis bist, I wish you were. Ich habe ordentlich Geld verloren, fast ein ordentliches bisschen auf jeden Fall und deswegen pisst mich das immer noch an. Sonst, die letzten News sind leider schlechte News und zwar dezentrale Derivate, bedeutet Hebel-Trades oder Trades mit Hebel, kannst du auf DYDX machen. Das ist eine drauf fokussierte Layer 1 Blockchain. Und die strugglen leider ordentlich, nicht nur mit Nachfrage, sondern dementsprechend auch mit einfach ihrem Produkt, weil sie geringe kleine Liquiditätspools haben, dadurch nicht so gute Handelspreise. Hier potenzieller Bodenbereich, muss man aber ganz einfach so sagen und die Idee ist der Hammer, finde ich. Dezentrale Derivate, Leute, das ist die Zukunft, finde ich, für mich persönlich. Es muss nur wirklich ankommen. Ist obviously noch nicht angekommen, aber ich habe es im Portfolio. An diesem Stelle aber keine finanzielle Beratung. Aber jetzt haben wir es auch schon eigentlich größtenteils durch, würde ich sagen. Die wichtigsten Dinge haben wir auf jeden Fall besprochen. Ich hoffe, in demnach, es hat dir gefallen. Weil du mehr davon sehen willst auf einer regelmäßigen Art und Weise, schreib es gerne in die Kommentare und reagier drauf. Gib einen Daumen nach oben, whatever, dann weiß ich's. Und ja, deswegen sage ich auch schon vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Peace out.